So, hallo und herzlich willkommen zu wahrscheinlich dem Finale von Let's Play Braid. Wir sind hier im letzten Teil der letzten Welt. Interessanterweise gibt es hier einen Schlüssel, also eine verschlossene Tür, durch die wir nicht kommen. Und ja, hier, der Ritter sagt, ich hab dich. Sie, die Prinzessin, ruft um Hilfe. Der Ritter stampft auf. Schreit, sie soll runterkommen. Sie ruft weiterhin um Hilfe. Nur, ja, jetzt kommen wir zu so einem Punkt. Sie läuft und versucht, also sie legt diese Hebel um, was auch immer das bedeutet. Das Problem ist, wir werden die ganze Zeit von einer Flammenwand verfolgt. Und das ist teilweise verdammt knapp. Zu früh gesprungen. Bitte. Oh. Danke, Prinzessin. Was mich persönlich ein bisschen wundert, ist halt einfach die Ähnlichkeit zwischen unserem Charakter und dem Ritter. Also, weil man sieht, die haben die gleiche Haarfarbe, die haben die gleiche Frisur. Der Ritter ist einfach nur deutlich kräftiger. Und dieses ganze Spiel ist schon reich an so eigenartigen Metaphern. Und Sinnbildern, sage ich mal. Moment, das muss ich weiter zurückgehen. So. Oh, ich bin... Nein. Ich verstehe das nicht. Ich hab dich auch gar nicht gemeint, Handy. Warum fühlst du dich angesprochen? So, hier bitte hoch. Danke. Das war knapp. Ich frage mich wirklich, was diese Flammenwand sein soll. Okay, hier sind. Moment. Das läuft rückwärts. Das läuft rückwärts. Das ist. Och nee. Okay, interessanterweise läuft unser Charakter jetzt generell rückwärts. Scheiße. Dieser Kronleuchter war eindeutig. Das, was wir da gemacht haben, das lief falsch herum. Boah, mir schwant Übles. Also, ich kann hier nur rückwärts gehen. Und jetzt ist diese Welt auch plötzlich wieder heil. Hier komme ich nicht durch. Also ich kann hier hochklettern, ich kann hier was... Kann ich hier irgendwas machen? Also hier sehen wir diese Prinzessin, aber das heißt doch, wenn das jetzt alles quasi rückwärts gelaufen ist... Oh, Scheiße. Also ich komme hier nicht wieder hoch. Aber jetzt ist auch gerade alles intakt. Ich schaue, wie weit kann ich zurückspulen? Moment. Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir das alles... so sehen. Ja, die versucht, den aufzuhalten. Die läuft vor ihm weg. All das, was wir hier gemacht haben, ist einfach nur rückwärts. Wir versuchen, die zu verfolgen. Und sie versucht, mit Fallen aufzuhalten. Diese Geschosse zum Beispiel. Oh. Da
Das ist ja übel. Und durch dieses Zurückspulen sehen wir dann, wie das abgelaufen ist. Oder hat sie versucht, ihn umzubringen? Das war gerade noch gleichzeitig. Okay. Okay, sie versucht damit, ihm was in den Weg zu legen, damit er nicht zu ihr hochkommt. Sie ruft um Hilfe. Diese... Och nein. Der Ritter ruft, komm hier runter, damit sie... Och nein. Der Ritter rettet sie letzten Endes. Ruft Hilfe. Und wird von ihm dann letzten Endes... Ja. Gerettet. Ich hab dich, ruft er. Und damit sind wir jetzt wieder hier am Startpunkt. Oh, fuck. Epilog. Nichts. Nichts zu lesen. Oder können wir hier was lesen, wenn ich... Nee, kann ich nicht. Der Junge forderte das Mädchen auf, ihm zu folgen und nahm seine Hand. Er würde sie beschützen. Sie würden ihren Weg durch dieses finstere Schloss finden und die Kreaturen aus Rauch und Zweifel bekämpfen, um in ein Leben in Freiheit zu entkommen. Ich muss auch richtig lesen. Der Junge wollte sie beschützen. Er hielt ihre Hand oder legte ihr beim Gehen den Arm um die Schultern, damit sie sich in der anonymen Menschenmenge Manhattans behütet und ihm nahe fühlen konnte. Sie kehrten um und gingen zur U-Bahn-Station Canal Street, wobei er ihnen den Weg durch das Gedränge bahnte. Lass mich raten, jetzt. Nein. Also sind diese grünen Bilder quasi sowas wie Träume und Wünsche, so im Regel, also quasi Wahnvorstellung, und das Rote ist dann die tatsächliche Geschichte? Implantierte Wolframschädel in die Stäbe in die Schädel verdursteter Affen? Okay, interessant. Hier gibt es so einen Sound, der dann spielt. Ah, jetzt hier. Er arbeitete mit Lineal und Zirkel. Er zog seine Folgerungen und Schlüsse. Akribisch untersuchte er den Fall eines Apfels, die Drehung von Metallkugeln an einer Schnur. Er suchte nach der Prinzessin und würde erst aufhören, wenn er sie gefunden hatte, denn er fand keine Ruhe. Er zerlegte Ratten, um ihre Gehirne zu untersuchen, und implantierte Wolframstäbe in die Schädel verdursteter Affen. Das hatten wir doch. Die Hinweise würden ihn zur Prinzessin führen und ihn ihr Gesicht sehen lassen. Nach einer besonders exzessiven Nacht des Experimentierens kniete er sich hinter einen Bunker in der Wüste. Er hielt sich ein Stück Schweißglas vor die Augen und wartete. In diesem Augenblick kam der Lauf der Dinge zum Stillstand. Die Zeit blieb stehen. Der Raum verdichtete sich auf Stecknadelkopfgröße. Es war, als ob sich die Erde aufgetan und der Himmel geteilt hätte. Ihm war, als hätte er der Geburt der Welt beiwohnen dürfen. In seiner Nähe sagte jemand, es hat funktioniert. Ein anderer sagte, jetzt gehen wir alle als Drecksschweine in die Geschichte ein. Jetzt sag nicht, die Welt ist so verwüstet, weil die irgendeine Massenvernichtungswaffe entwickelt haben. Ach, scheiße, also er mit seinen komischen Wahnvorstellungen. Arbeitete als Wissenschaftler. Der Süßwarenladen. Alles, was er sich wünschte, befand sich auf der anderen Seite des Fensters. Der Laden war in leuchtenden Farben dekoriert, und die Düfte, die ihm entströmten, machten ihn wahnsinnig. Er versuchte zur Tür oder auch nur näher an das Fenster zu gelangen,
doch vergeblich. Sie hielt ihn mit großer Kraft zurück. Warum? Wie konnte er ihrem Griff entkommen? Er überlegte, ob er sich mit Gewalt losreißen sollte. Geht's da jetzt um die Mutter oder um die Freundin? Ah, Moment. Ich muss dann jetzt... Ach nee, warte. Also wenn ich das jetzt so mache... Geht das Ding nach da oben? Oder muss ich hier nach unten runter? Nee. Aber wenn ich jetzt entsprechend das mache, geht's wieder hoch. Die Frage ist, was es bringt. Hier geht's nämlich auch direkt weiter. Ach, hier stehen jetzt wieder Sachen. Er kann nicht behaupten, das alles verstanden zu haben. Vielleicht ist er verwirrter als je zuvor. Aber in all diesen Augenblicken, in denen er nachgedacht hat, ist etwas geschehen. Diese Momente nehmen in seinen Gedanken Gestalt an, wie Steine. Als er niederkniet und den Nächstgelegenen mit der Hand berührt, fühlt sich dieser glatt und etwas kalt an. Er prüft das Gewicht des Steins, stellt fest, dass er ihn und auch die anderen heben kann. Er kann sie zusammenlegen, um ein Fundament zu schaffen. Einen Damm, ein Schloss. Also wir sind wieder in den Wunschvorstellungen. Das erklärt diese eigenartigen Flaggen und Welten. Um ein Schloss in angemessener Größe zu bauen, wird er eine Menge Steine brauchen. Doch das, was er bisher hat, scheint ein guter Anfang zu sein. Das hier sieht aus wie noch ein kleiner versteckter Teil. Aber nee. Ist einfach nur da, weil es geht. Errungenschaft freigeschaltet. Schluss. Okay. Das war also Braid. Ich kann nicht sagen, dass mich das Ende glücklich macht. Oha. Und dann ist man einfach wieder hier und versteht jetzt so ein bisschen was. Wir haben hier mit einer Blume angefangen, die immer weiter zur Knospe zusammengeschrumpelt ist. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt die richtige Geschichte ist, aber augenscheinlich ist unser Hauptcharakter hier nicht unbedingt einer von den Guten, wenn man es so sehen möchte. Und ja, ich glaube, wenn man dieses Spiel jetzt so genau betrachten möchte, im Epilog, wir sehen hier nichts anderes weiter, oder? Nee, in denen findet man echt nichts. Ich glaube, man kann tatsächlich so eine Art Gefahr des Träumens darin lesen. Also das Träumen nicht immer ungefährlich ist. Und wenn man zu sehr dann seine unrealistischen Ziele verfolgt, ohne Rücksicht auf andere, denn Rücksicht war jetzt auch bei diesem Charakter nicht unbedingt sein Steckenpferd. Tja, und wenn wir jetzt gerade hier das lesen, wie es war, als ob sich die Erde aufgetan und der Himmel geteilt hätte. Ihm war, als hätte er der Geburt der Welt beiwohnen dürfen. Das klingt für mich nach einer Art Bombentest. Ach ja. Aber irgendeinen Sinn muss das hier doch haben. Oder ist das einfach nur... Es ist einfach nur so, so wie es aussieht.
Und ja. Diese Momente, diese Vorstellungen. Ja, das Ganze bildet hier sogar ein Schloss. Ein stilisiertes. Ja, das sind die Welten, durch die wir gespielt haben. Die Levels, die dazugehört haben. Und dieses Enträtseln. Ja, vielleicht ergibt in dem Zusammenhang jetzt auch, was auf den Bildern zu sehen ist, mehr Sinn. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen im Hintergrund hier wirklich... Also es sieht wirklich aus wie handgemalt. Wahrscheinlich ist es das. Mit verschiedenen Ebenen so übereinander. Man hat deshalb diesen Parallaxe-Effekt. Aber ja, es brennt. Und hier ist nur noch alles voller Rauch und man sieht dieses eigenartige Sternbild am Himmel. Und dieses Haus ist unversehrt. Aber ja, ich frag mich... Also auf drei der Bilder sehen wir zum Beispiel schon irgendwas, was in Richtung Alkohol interpretiert werden kann. Dann... Na gut, das rechte Bild sieht sehr düster aus, das unten, also unten rechts ebenfalls. Also wir sehen auf jeden Fall unten die Großstadt. Die brennende Tonne und sowas. Hier sehen wir eine Flasche, hier sehen wir Wein. Die Frage ist, wie wir es interpretieren können. Aber da oben sehen wir gar nichts. Und hier haben wir wohl nur eine Erinnerung daran, wie die Steuerung geht. Aber ja, dieses Bild. Wobei, das sieht nach Schule aus. Ist wahrscheinlich eher eine Softdrinkdose. Wobei, der im Hintergrund scheint einen Bart zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sowas wie Studium sein, auf jeden Fall. Ja, wobei, der hier trägt eine ähnliche Kleidung, könnte eine Uniform sein. Obwohl, nee, da ist ein Flugzeug. Das sind Passagiere. Das ist eine Flugbegleitung. Und da ist wohl jemand am Ziel angekommen. Und hier... Auch hier haben wir Flugzeugbilder, so Mobile-mäßig. Gut, wir können das ganze Ding drehen, das bringt nur nichts. Aber generell, das Bild wirkt sehr einfarbig. Wir sehen hier dieses Blaue. Also ich versuche jetzt gerade wirklich zu überlegen, wie genau sieht diese Geschichte ganz exakt aus. Und hier, das war ja aus der ersten Welt. Sehr viel Grün, aber auch hier... Mir ist das Glas bisher nicht aufgefallen. Und die Frau hier unten ist mir auch nicht aufgefallen. Ist das dann diese Freundin, die er hatte, von der er sich eingeengt fühlte? Auf jeden Fall, sie trinkt was. Und er greift hier in Richtung des Glases und wirft die Flasche um. Verstehe. Wenn wir uns das ansehen. Jemand im Anzug, der ein Glas Wein hält. Jemand anders im Anzug ebenfalls. Und hier ist ein nackter Arm, das gehört also wahrscheinlich zu einer Frau, die ebenfalls zu dieser Gesellschaft gehört. Die Frage ist, mit was hängt das zusammen? Hängt das mit den Eltern zusammen? Hängt das mit anderen Sachen zusammen? Aber ja. Es ist interessant und wenn wir jetzt hier reingehen, die Welten können wir immer noch betreten. Aber ich glaube, das war's tatsächlich. Das war dann wohl die Story von Braid.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon gehalten habt, was ihr denkt, wie die Story tatsächlich so real verlaufen ist. Die Sache mit der Prinzessin scheint eine Art Wahnvorstellung zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich versucht hat, sich jemandem aufzudrängen und dann... Ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu interpretieren. Es ist alles sehr abstrakt, sehr viele Metaphern. Ich werde ein bisschen drüber nachdenken müssen. War ein sehr kurzes Projekt. Ich muss schauen, was ich dann als nächstes machen werde. Aber ich denke, da wird mir schon was Gutes einfallen. Eine Sache habe ich quasi schon sowieso in der Pipeline, bei der ich sage, das kommt wahrscheinlich. Muss ich schauen, wie gut es ankommt. Aber ja, wir werden sehen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch trotzdem, auch wenn es am Ende so vage war, gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play, was auch immer ich mir einfallen lasse. Ihr könnt natürlich auch gerne bei dem Geschichten aus Runeterra vorbeischauen. Ich weiß gar nicht, kann man das als einen Podcast bezeichnen? Naja, egal. Es ist halt hauptsächlich Audio. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem Kommentare. Gerade bei so abstrakten Sachen habe ich gerne mal die Gedanken von Leuten dazu. Bis dahin. Cheerio.